Lebensmittelschädlinge im Vorratsschrank sind nicht nur unappetitlich, sondern auch potenziell gesundheitsschädlich. Motten, Milben und Speckkäfer können unsere Lebensmittel verunreinigen und Allergien oder andere Beschwerden auslösen. Lebensmittelmotten lieben Getreideprodukte und Trockenobst. Sie verunreinigen Lebensmittel mit Hautresten, Kot und Spinnfäden. Diese Verunreinigungen können die Qualität der Lebensmittel beeinträchtigen und im schlimmsten Fall Hauterkrankungen, Allergien oder Darmbeschwerden verursachen. Um Lebensmittelmotten loszuwerden, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung, befallene Produkte sofort zu entsorgen. Reinigen Sie die Schränke gründlich mit Seifenlauge oder Essigwasser. Verwenden Sie einen Staubsauger für schwer zugängliche Stellen und einen Föhn, um die Insekten mit Hitze zu bekämpfen. Schlupfwespen sind ein effektives, natürliches Mittel gegen Motten. Diese Nützlinge befallen die Eier der Motten und verhindern deren Vermehrung. Sie sind für Menschen und Tiere ungefährlich und verschwinden nach ihrem Einsatz von selbst. Milben befallen Trockenfrüchte und Mehl, während Speckkäfer sich auf Fleischwaren tummeln. Beide können Allergien und Darmprobleme verursachen. Befallene Lebensmittel sollten sofort entsorgt und die Schränke gründlich gereinigt werden. Prävention ist der beste Schutz gegen diese Schädlinge. Packungen nie offen lagern und Schränke regelmäßig reinigen.